Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass ich überleben werde. Bisher habe ich es immer geschafft. 12 Mal konnte ich dem Tod von der Schippe springen. Und auch diesmal werde ich es. Die Wichser haben mich an die Gleise gekettet und in nicht einmal 2 Minuten kommt der Zug. Wegen läppischen 6.000 Euro. Für einen Moment habe ich natürlich Angst, aber ich weiß, dass sie kommt. Mein Schutzengel. Ich sehe sie im Augenwinkel und drehe angestrengt meinen Kopf in ihre Richtung. Da kommt sie. So blass, als könnte ein Windhauch sie vertreiben. Bei jeder Rettung war ich so überrascht, dass mir endlich geholfen wurde. Aber dieses Mal will ich endlich verstehen. Sie kommt zu mir und löst die Ketten von mir. Ich stehe auf und reibe meine Gelenke. Ihr Gesicht ist ausdruckslos. Für einige Momente schaut sie mich an. Dann dreht sie sich wieder weg und geht davon. »Warte!« rufe ich. Sie dreht sich um und schaut mich an. Ich steige über das Geländer, da der Zug herannaht und ich ihr so näher bin. »Kannst du sprechen?« »Ja«, sagt sie in einer fremdartigen Stimme. »Warum hilfst du mir?« »Dieser Tod ist nicht schlimm genug.« Dann dreht sie sich um, verschwindet, und ich wünsche mir, ich läge wieder auf den Gleisen.